Das T steht für Coach, startet durch in die fünfte Saison. Oh, leg mich am Arsch, das glaube ich nicht. Mit einem Spiel der Superlative. Ach du Scheiße. Einem Verein der Rekorde. Das ist nur Grauen. Und zwei Profis am Rande des Nervenzusammenbruchs. Wie viele Chancen brauchst du denn hier? Die sind immer allein vom Torwart. Boah, wie ein Trickfilm. Hans Sarpay, das T steht für Coach. Jetzt. Katastrophe. Gut, dass ich da ein bisschen gefeuert bin. Aber hier will ich aber nerven lassen. Battle of Generation. Peter Neuroa gegen Hans Sarpay. Ja, liebe Freunde der anspruchsvollen Fußballunterhaltung, in der heutigen Folge treten die Trainerlegenden Hans Sarpay und Peter Neururer erstmalig gegeneinander an. Die Schlacht der Trainergenerationen. Und es wird eine wahrhaft historische Schlacht. Aber dazu später mehr. Wir sind heute bei einem Verein der Rekorde und der heißt TSG Seckenhausen-Fahrenhorst. Seckenhausen-Fahrenhorst. Ah, ach so. Ach, nie gehört. Vergesst München, ignoriert Dortmund und wo bitteschön ist auf Schalke. Hier in Seckenhausen und Fahrenhorst an der Grenze zwischen Bremen und Niedersachsen. Hier liegt Deutschlands Fußballhauptstadt. Wieso denn Fußballhauptstadt? Ja, das frage mich auch. Ganz einfach, weil nirgendwo in Deutschland ein Verein mehr aktive männliche Fußballer und damit mehr Fußballmännermannschaften stellt als die SG. Wir haben mit der alten Herren zusammen 8 Mannschaften. 8 Mannschaften? Oh, die Liga haben wir auch noch. Ach ja, stimmt, die ist ja auch noch da vorhanden. Ja, dann haben wir ja 9 Mannschaften sind da dran, ja. 9 Herrenmannschaften. Und das ist Rekord. 9 Herrenmannschaften hat kein anderer Verein in ganz Deutschland. Wobei zu unserem Gruppenbild leider nur die Hälfte aller Spieler überhaupt kommen konnte. Krass, 9 Mannschaften. Erste Mannschaft, zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte, achte, das ist die Ü32 und dann die Ü50. Das ist schon krass. Wie viele aktive Spieler sind das in etwa? Nur Herrenfußballer sind, ich würde sagen, rund 200 Fußballer. Ein bisschen mehr als 200 vielleicht. Nur Männer, 200 Fußballer, nur Männer. Dabei haben Seckenhausen und Fahrenhorst zusammen gerade mal 2500 Einwohner, wenn überhaupt. Ich muss mir vorstellen, jeder Zehnte spielt Fußball. Und dann noch in einem Verein. In einem Verein, das ist ja das Sensationelle. Von daher, da muss ja ein Zusammenhang sein, da muss ja eine Bindekraft entstanden sein durch den Fußball, durch den Verein. Das ist hier unglaublich. Manche machen eine Kohlfahrt mit 10 Leuten, wir machen die aber halt mit 60 Leuten. Ne? Das ist halt ein großer Unterschied. Wir machen Weihnachtsfeiern mit 100 Leuten oder mehr. Wir machen allen Erntewagen hier auf dem Dorf oder Gemeinschaftsaktivitäten, wo dann alle Amateurmannschaften zusammenkommen und Spaß haben. Wir machen Abschlussfahrten nach Prag mal eben mit 80 Leuten diesen Sommer. Da geht einiges bei uns im Verein. Also die ganze Maschine ist mit der Mannschaft besetzt. Das ist schon geil. Der Grund für den Rekordverein Seckenhausen-Fahrenhorst ist ihr Rekordtrainer. Mein Name ist Hauke Jansen. Ich bin 32 Jahre alt. Ich bin Trainer bei der TSG Seckenhausen-Fahrenhorst. Zurzeit trainiere ich die dritte Herren, die vierte Herren, die fünfte Herren und die sechste Herren. Die dritte bis sechste hat einen Trainer. Das heißt für 4 Mannschaften ein Trainer. Ich trainiere 4 Mannschaften. Wie macht er das denn? Fangen die morgens um 8 Uhr an mit dem Training und hören abends um 22 Uhr auf? Viel einfacher, mit ein bisschen Mathematik und ziemlich viel Disziplin. Wir teilen den Sportplatz meistens in 4 Viertel auf. Jeder hat sein Viertel zur Verfügung und dann wird trainiert. Und wie viele Leute sind das dann so? Teilweise sind 60 bis 70 Leute beim Training. Dann wird auf mein Kommando dann losgelegt mit den Übungen. Und nach einer halben Stunde sage ich dann so, kurze Pause. Die Gruppe wandert zu der nächsten Stelle. Die Gruppe wandert zu der nächsten Stelle. Und die andere zu mir dann. Das Prinzip ist ganz einfach. Jedes Viertel hat ein spezielles Programm. Im ersten Viertel zum Beispiel Koordination und Workout, im zweiten Passübung. Das dritte widmet sich dem Zweikampf mit Abschluss und im vierten ist freies Spiel angesagt. Danach gibt es immer ein Kleinfeldturnier. Jeder gegen jeden und jeder mit jedem. Egal, ob man in der dritten, vierten, fünften oder sechsten Mannschaft spielt. Alles wird gemischt. Da sitzt auch eine ganze Menge auf der Bank dann, ne? Wie sieht es denn damit aus? Wie gehen die damit um? Meine Philosophie ist, dass jeder spielen soll, egal wie gut oder wie schlecht er ist. Meine Philosophie ist auch, es wird nicht nach Trainingsbeteiligung aufgestellt, sondern
je nachdem, wer dran ist. Bei mir ist zum Beispiel klare Regel, wer heute auf der Bank sitzt, der weiß bei mir hundertprozentig, dass er nächste Woche von Anfang an spielt. Und genau deshalb rennen ihm alle Männer zwischen 18 und 40 in Seckenhausen und um Fahrenhorst die Bude ein. Sag mal, Hauke, wie viel Zeit investierst du eigentlich in den Fußball? Pro Woche gehen ja alleine schon, ich würde mal sagen, 12 bis 15 Stunden für Spiele drauf. Weitere 6 Stunden für Training und Vorbereitung. Und die weitere Organisation sind nochmal definitiv weitere 5 bis 7 Stunden die Woche. Kommen wir auf ja, ca. 25 bis 30 Stunden die Woche. Ja, natürlich gehe ich noch im Beruf nach 40 Stunden die Woche. Großen Auslandskaufmann. Also für mich gibt es da nur eins. Das ist kein Scherz, kein Scherz. Ich werde den Jungen vorschlagen als Trainer des Jahres. Denn ich kenne keinen einzigen, der eine solche Bindekraft des Fußballs so benutzt aber nicht im Negativen, um sich darzustellen, sondern um Fußball und die Leute, die Menschen eben wichtig zu machen, wie ihn. Von daher, das ist kein Scherz, ich werde ihn vorschlagen als Trainer des Jahres. Hauke, meine Stimme hast du. Meine auch. Nur einmal im Jahr ist auch der Trainer des Jahres überfordert. Denn einmal im Jahr spielen 2 seiner 4 Mannschaften in der Liga gegeneinander. Dann muss Trainer Hauke neutral sein. In diesem Jahr spielt erstmalig die 5. Mannschaft gegen die 6. Mannschaft in der 3. Kreisklasse. Und damit er in keinen Gewissenskonflikt kommt, hat er sich diesmal eine schicke Lösung ausgedacht. Eine Idee. Lass mich raten, wir sollen die 5. und die 6. übernehmen? Richtig? Genau! Und das Tolle ist, die Altersstruktur zwischen der 5. und der 6. ist in etwa so wie zwischen Hans und dir, Peter. Und, was heißt das? Es wird sehr interessant sein, weil die eine Mannschaft tatsächlich Ü30 ist und die andere U20. Auf uns bezogen, Laptop-Trainer gegen Oldschool-Trainer. Battle of Generation. Jung gegen Alt oder David gegen Goliath. Wen meint er denn? Wer ist David, wer ist Goliath? Ich wollte gerade sagen. Ja, wir sind Goliath. Wir sind ja die Älteren und David muss sich beweisen. Mal gucken, ob das was wird. Goliath hat aber verloren. Ja, deswegen. Ja. Goliath hat den Zweikampf verloren mit der Steinschleuder. Also wenn Jung gegen Alt spielt, wer gewinnt dann normalerweise? Bei Jung gegen Alt, da hat immer Alt gewonnen. Das ist eine Ansichtsweise. Wir haben auf jeden Fall mehr Kondition und können länger laufen. Die Jungen werden viel umsonst laufen, die Alten machen viel mit Augen. Wir haben auch jetzt einfach die Chance, uns zu beweisen, auch mal zu zeigen, dass man eigentlich als 6. Herren die Herren, die über einem spielen, schlagen kann. Ich glaube, wir alten Säcke, wir machen das. Für mich ist das ein Duell auf Augenhöhe. Ich kann überhaupt nicht sagen, wer das Spiel gewinnt. Ich denke, es wird die Tagesform entscheiden. Hauke hält sich recht neutral. Stellt sich jetzt noch die rhetorische Frage, wer nimmt welche Mannschaft und wer passt zu wem? Also Peter würde definitiv zu der 5. Herren besser passen. 5. Herren ist bei mir die Ü30-Mannschaft. Die kennen Peter alle. Die wissen, was für ein cooler Typ er war. Wie war? Ich lebe noch, du Nase. Ja, wir haben uns, ich sag mal, mehrheitlich in der Mannschaft haben wir festgestellt, wollen wir eigentlich den Peter haben. Hätte ich es auch gesagt. Weil er, ich würde sagen, charakterlich zu uns passt. Er ist ein bisschen von der alten Schule, sag ich mal, was Fußball angeht. Wir sind ja auch noch von der alten Schule. Ich glaube, wir verstehen ihn besser als den Hans vielleicht. Aber ich will jetzt Hans nicht deswegen schlecht reden. Das kann sein. Aber ich hätte dich nämlich gequält. Ich glaube, bei uns im Team wollen alle Peter, ich will aber lieber Hans. Ja! Der hat Ahnung, ey. Der hat Ahnung. Der Vogel sitzt bei mir auf dem Band. Der hat Ahnung. Den verkaufe ich gleich. Wie viel? Ja, umsonst. Den kannst du nehmen. Psst, Philipp, du weißt schon, dass Peter das sieht. Fuck. Fuck. Er schlagt mich nicht dafür. Ich nicht. Dann bin ich im Arsch. Ja, wie mache ich das bei Peter wieder gut? Okay. Hans und Peter. Peter, wir möchten lieber gern dich haben. Weil ich glaube, du bist der Bessere für uns Ältere. Vielleicht schleifst du uns ja nicht so doll wie der Hans, wenn wir den kriegen. Und du wirst uns da bestimmt schon helfen können, in der Abwehr stabiler stehen zu können. Super, Junge. Diese Menschen liebe ich, ne? Ein Mensch und 5 Meinungen zur gleichen Person. Aber wir kommen klar miteinander, mach dir keine Sorgen. Die alten Herren aus Seckenhausen wollen also den älteren Herrn Neururer aus Gelsenkirchen Buhr. Und die jungen Hüpfer? Ich persönlich würde Hans bevorzugen, weil ich zu Peter Neururer nicht so den Bezug habe und Hans noch in seiner Profikarriere miterlebt habe. Hans ist auch ein bisschen jünger und spritziger. Ich glaube, der passt dann ein bisschen besser zu uns. Siehst du? Keine Ahnung. Das heißt, Peter nimmt die 5., Hans die 6. So hat auch das Trainerduell seinen Generationskonflikt.
Ich bin so ein bisschen der Laptop-Trainer. Peter ist Oldschool-Trainer. Da bin ich ja mal gespannt. Ich brauche keinen Laptop. Für mich reicht die Erfahrung meiner Mannschaft. Aber ich werde in die große Trickkiste greifen, in die taktische Trickkiste. Du wirst überrascht sein und am Ende gewinnen wir mit viel Spaß. Oldschool gegen Laptop, Jung gegen Alt, Seckenhausen-Fahrenhorst 5 gegen Seckenhausen-Fahrenhorst 6. Wer gewinnt? Wir. Bleibt also vor dem Duell der Generationen eigentlich nur noch eine Frage offen. Was tun mit dem mittelalten adipösen Co-Trainer Kenny Krause? Hallo, guten Abend zusammen. Moin. Wer ist die Fünfte? Die Schlechte. Das ist ganz schlaue Frage ist natürlich, wer ist die Sechste? Ja. Oh. Ja. Immer das, was überbleibt. Ne? Es geht hier um einen Generationskonflikt, um eine Battle, aber richtige Battle. Und zwar Jung gegen Alt. Wer von den Trainern der Junge ist und der Alte, das brauche ich auch nicht zu erzählen, das sieht man. Was meint ihr, welcher Trainer für welches Team zuständig ist? Alt gegen Jung. Ja. Alt gegen Jung? Ja. Ich habe über 600 Spiele im Profibereich gehabt. Ich habe noch nie erlebt, dass bei Jung gegen Alt, Alt verloren hat. Jetzt kommt dazu noch ein alter Trainer. Sonst bin ich auch für die Jungen zuständig. Also bitte, ich erwarte eine Menge von euch und ich gehe davon aus, dass wir dem standhalten. Ja oder nein? Ja. Bitte? Ja. Geht doch. Also habe ich die Sechste. Jungen Wilden können laufen. Aber Hans, eine Frage habe ich. Was mache ich denn jetzt? Wenn du zu uns in der Truppe kommst, musst du Gas geben. Das bedeutet, du musst Sachen mitmachen, du wirst ein bisschen kotzen. Deswegen, überleg dir ganz genug. Brauchst du einen Assistenztrainer? So werden verpflichten? Ja. Okay, alles klar. Ein wirklich kluger taktischer Schachzug von Sarpay. Wie klug zeigt sich schon bei der ersten Aufgabe vor Trainingsbeginn. Kein Kreis, Kreise nennt man Vierecke. Vier, um Kreis zu spielen. Kreis, das Fußball. 5 gegen 2 zum Beispiel. Ne? Vierecke, 10 Meter. Zack, 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 da ist so ein paar Linie, die helfen. Leckt mich am Arsch. Der Junge ist aber in Ordnung, charakterlich in Ordnung. Du werdet sehen, heute Abend bei der Theke ist er nicht zu schlagen. So, die Scheiße ist nicht, ich habe immer noch keine Bälle. Ja, ja. Ja, erst Bälle. Ja, dann dauert noch eine Stunde. Komm, trabt euch ganz normal ein, Querbahn. Von mir aus hinten rüber, eine Linie bis zur Außenbahn, bis sie mit den Bällen da sind. Leck mich doch am Huhn. Hans ist ohne seinen nominellen Assi Kenny schon ein Stück weiter. In der Handbuch-App für Laptop-Trainer steht, alle Einheiten werden immer mit Ball ausgeführt. Und Hütchenstellen geht ohne Kenny auch viel schneller. Sag doch, Oldschool, guck, lässt die laufen ohne Ball. Wer soll denn die Bälle von dir holen? Ach, der Kenny. Immer noch keinen Ball. Was ist denn mit deinem Co-Trainer, hä? Ja, der schläft ein klein wenig. Ich habe immer noch keinen Ball! Während Peter weiter auf Kenny und die Bälle wartet, versucht Hans seiner Jugendtruppe spielnahe Situationen beizubringen. Ballannahme und Torabschluss. Das große Manko der unerfahrenen Sechsten. Ach übrigens, falls ihr das Tor für den Torabschluss sucht, das soll wohl dieses kleine grüne Ding hier sein, das die Seckenhausener mit einer geschickten, schicken grünen Tarnfarbe angepinselt haben. Die Aufgabe lautet... Annahme, Abschluss. Annahme, Abschluss. Nicht Annahme, dribbeln, dribbeln, Abschluss. Annahme, Abschluss. Reinspielen, Annahme, Abschluss. Reinspielen, Annahme, Abschluss. Und komm. Annahme, Abschluss. Was Hans vermutlich damit meint, ist, dass ein Pass in die Tiefe geschossen werden soll, der dann angenommen und anschließend umgehend aufs Tor geschossen wird. Annahme, Abschluss. Also so, als ob man tatsächlich ein Tor machen wolle. Nur, dass das bei der Seckenhauser Sechsten so gar nicht danach aussieht. Nochmal zur Erinnerung, das Tor steht hier. Und der Ball muss lediglich 10 Meter gerade nach vorne auf einen Mitspieler, dann von dem angenommen und weitere 10 Meter ins Tor transportiert werden. Ohne Gegenspieler, versteht sich, ohne. Die Probleme von Hans hätte Peter auch gerne. Kenny hat zwar die Bälle mittlerweile gefunden, dafür ist die erste Übung aber noch nicht fertig vorbereitet. Verlängerung ist ohne Haken im Kniegelenk. Geschreckt. Gehe ich langsam wieder zurück zur anderen Seite. Langsam zurück zur anderen Seite. Ja, ich sehe schon, wir werden am Sonntag alles mit Technik und mit Auge machen. Natürlich. Was ist das denn? Vier Felder, 10 Meter.
3 Felder AT-Meter. Das habe ich ja noch nie gesehen. Was ist das denn jetzt? Kommt gleich der Bundespräsident oder was? Haben wir hier Hubschrauber? 5-2 im Feld. Ja, was ist denn hier, wo für ein Feld? Ja, hier fehlen noch 3 Hütchen. Ah. Er hat ja Kenny nicht ausgesucht. Kenny ist geflohen, weil er nicht hier trainieren wollte. Da hat sich gedacht, bevor der kotzt, geht er zum Peter. Blöd nur, dass Kenny auch bei Peter aktiv sein muss. Für die erste Einheit mit Ball steht er im Tor. Peter hat sich nämlich für einen Klassiker der Trainingslehre entschieden. Ganz oldschool eben. 9-9 mit freien Außenspielern. Sag mal, Peter, was bringt denn das? Man soll damit lernen, dass man Überzahl schafft und diese Überzahl nicht nur numerisch hat, sondern eben auch ausnutzt. Und deswegen standen bei jeder Mannschaft 4 Mann außen, die als zusätzliche Anspielstationen von denen, die innen gespielt haben, genutzt werden mussten als freie Mitspieler. Und die zu nutzen, das ist auch das, was man am Sonntag im Spiel braucht. Wenn ich Freiheiten habe und einen freien Mann habe, muss ich den freien Mann mitnehmen. So viel zur Theorie. In der Praxis ist Peter in der 3. Kreisklasse in Niedersachsen gelandet und Kenny steht im Tor. Kenny, was denn du denn da, Kenny? Und das heißt, nahezu jede Aktion muss kontrolliert, kommentiert und reglementiert werden. Oh, ich mach hoch, stopp. Männer, da ist kein Schleuderkäfig hier. Spiel den Ball ruhig und dann wird losgespielt und dann wird attackiert. Okay, und weiter geht's. Jetzt vielleicht. Stopp! Nee, das kann doch nicht wahr. Wir haben gerade gesagt, ungefähr 1,5 Sekunden vorbei. Im 16-Meter-Raum. Den lasst ihr da so frei spielen. Hingehen, Attacke und los! Hingehen und Attacke. Peter will, dass seine angerosteten Herren sofort auf die Socken gehen. So will er im Spiel den Young Boys von Hans den Zahn ziehen. Und Flanke! Guter Ball! Und bring ihn rein! Bring ihn rein! 2 Kontakte habe ich zwar nur gedacht. Allerdings folgt auf jede einigermaßen gelungene Aktion der Seckenhauser Geriatrieabteilung umgehend der nächste Bock. Stopp! Das glaube ich jetzt nicht, ne? Ja. Männer, ihr spielt freiwillig den nächsten Mann an, das kann doch nicht wahr sein. Wir wollen doch vor das Tor kommen. Ein Ball, egal wie gut die rausrücken, ist doch immer möglich. Genau wie bei Kenny, mit ihm im Tor ist auch immer alles möglich. Kevin, spiel doch nicht vom Tor! Spiel weg vom Tor! Vorne anbieten, nicht neben dem Torwart! Männer, entweder habe ich einen Sprachfehler oder ihr wollt mich verarschen. Habt ihr schon mal im normalen Spiel gesehen, dass der Torwart da den Ball hat und der auch noch so schlau ist, den Ball 3 Meter vor dem nächsten da anspielt? Da lasse ich jeder Gegenspieler kaputt. Ihr müsst doch rauskommen, das ist ein 16-Meter-Raum hier. Kenny, warte, du musst den Ball nicht im nächsten Spiel sofort in die Füße knallen. Ich biete mich auch nicht neben Torwart an, ich biete mich nach vorne an. Wenn da nichts mehr geht, dann spiele ich den langen Ball in die Tiefe. Hans versucht weiter mit komplexen Passübungen der Seckenhauser 6. Torgefahr beizubringen. Und damit das diesmal auch wirklich klappt, hat Hans gleich das ganz große Tor gewählt. Sollte der Zauber von Hans topmoderner Trainingsmethodik bereits nach wenigen Minuten erfolgreich sein? Kaum zu glauben eigentlich. Und richtig, es stimmt doch nicht. Junge, warte. Komm wieder zusammen, schnell. Komm zusammen. Wenn wir das durcheinander machen, dann lernt ihr das auch durcheinander. Wenn ich 2 Stürmer habe und eine Flanke kommt von da und ist nur ein Stürmer drinnen, haben wir irgendwas falsch gemacht. Richtig oder nicht? Ja. Ist kein Gegenspieler da. Was wollt ihr machen, wenn ein Gegenspieler da ist? Wenn wir jetzt das nicht richtig machen, ist Sonntag Arschflattern. Komm, nochmal, wieder auf Position. Und Arschflattern kann Hans gegen die alten Herren von Peter nun wirklich nicht gebrauchen. Was bei dieser Einheit mit dem großen Tor auch ziemlich schnell klar wird. Torabschluss ist nicht die größte Tugend der Jugend. Kleiner Scherz. Ui, ja, ja. Komm, mach rein! Mach das Tor! Lach hier rein! Ach, nee. Mach das Tor! Oh, bitte! Mach das Tor rein! Ja, mach also. Rein, komm! Oh Gott! Die Übungen sind ja natürlich auch komplex. Es ist nicht so, dass du den Ball spielst und dann hast du nichts mehr damit zu tun. Und wir im Training haben wir das so natürlich durchgezogen, dass du spielst den Ball, dann kriegst du den Ball wieder, dann musst du den Ball in Tiefe spielen. Das bedeutet, du hast 3-4 Aufgaben zu tun, wo du weiter mit überlegen musst, wo du nicht abschalten kannst. Wenn du sowas nicht regelmäßig trainierst, dann ist auf einmal sehr viel Input und dann irgendwann
bist du so gestresst und dann fällt es so ab. Und das merkt man den Jungs einfach an. Auch Peter hat einen Stresstest aus der alten Trainerschule im Gepäck. Eine Technikübung für Fortgeschrittene. Wir jonglieren den Ball in der Zweiergruppe. In der Zweiergruppe. Jonglieren. Nochmal hochhalten. Jeder, wie er lustig ist. Und einer in der Zweiergruppe gibt Kommando. Hep oder eins oder zwei oder hep oder scheißegal was. Und er tauscht den Ball, ohne dass der Ball auf den Boden kommt, in der Luft aus. Wenn ich das Ganze zweimal geschafft habe, habe ich frei. Ist Ende. Denk dran, gibt gute Fernsehen, um 8:30 fängt Fußball an. Einfach nur von Stelle drin. Ja, ja, seht zu, dass er den Ball hochhaltet. So. Der sieht gut aus. Ja, aber einer von euch muss Kommando geben beim Austauschen der Bälle. Ja, okay. Achso. Ja, der Ball muss aber oben bleiben. Ali bei drei. Eins, zwei, drei. Ja, 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 ja. Ja, und oben lassen. Jawohl. Einmal habt ihr. Sehr gut. Weiter. Hoch, hoch, hoch. Eins, zwei, drei. Nein, nein, nein. Weiter. Oh. Sieht gut aus, sieht gut aus. Zwei. Ja, nee, 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 nee. Ah, der hat die Kugel unten. War schon drei. Eins, zwei, drei. Nein, Ali hat nicht. Haben die beim russischen Nationalspieler wohl an Schalke. Haben die mit zwei Mann gemacht, die beiden Russen. Ne? Okay. Kugel hochgehalten, da kam die Zuschauer, das war dann beim St. Pauli-Spiel. Haben die Autogramme gegeben. Da waren. Die Kugel weiter hoch und klack, klack, klack. Und wie oft haben sie schon? Eins, zwei, drei. Ja, ja, ja. Ali, was ist denn los? Der haut dir den Ball auf den Stift, das gibt's doch nicht. Wir finden ein abendfüllendes Programm, wa? Sag mal, Jungs, was war eigentlich das Problem? Ja, ich denke einfach mal, die Absprache bei der Übergabe, würde ich sagen. Der eine macht zu früh, der andere macht zu spät und dann braucht das eine gewisse Zeit. Technik und Absprache, das ist alles im Fußball. Ja, und Tore schießen. Das ist ja jetzt nicht direkt die Domäne der Seckenhauser Six. Und auch Hans' letzter spielerischer Versuch, seinen Junioren den Weg zum Tor zu zeigen, schlägt grandios fehl. Trotzdem. Ich möchte nicht zu viel verraten, auch wenn das alles nicht danach aussieht, nicht im geringsten. Aber das Spiel gegen die Fünfte wird neue Maßstäbe setzen. Für das Dorf, für unsere Sendung und für den Fußball schlechthin. Maßstäbe setzt auch Peters jonglierende Ü30. Die Übung sollte eigentlich nur ein Ausklang sein, wird aber zu einem veritablen Drama. Männer, das glaube ich nicht. Jetzt gibt er den Ball, aber spielt darüber. Man beschäftigt sich mit seinem eigenen Ball, der ist dann glücklicherweise unter Kontrolle, vergisst aber, dass ich diesen Ball hier austauschen muss. Und während dieser Phase, ich gebe das Kommando, der Ball soll ausgetauscht werden, bekommt der andere mit, oh Moment mal eben, falsch reagiert. Und von daher kann sowas mal passieren. Eins, zwei, drei. Ja, hin! Jawohl! Gut, zweiter, okay. So, zum Abschluss des ersten Tages die entscheidende Frage. Wer gewinnt? Ja, wir, klar. Wir. Ja, ja, ist gut. Peter fängt heute ganz alte Schule mit einer Einheit an, die jedem Amateurfußballer Tränen der Freude in die Augen treibt. Sprints. Bei so viel Dynamik verdrückt sich Assi Kenny lieber zum Seckenhauser Trainer AD Hauke. Aber Peter wäre nicht Peter, hätte das Ganze nicht einen tieferen Sinn. Die sollten normal vom Körpergefühl her immer feststellen, was es da überhaupt heißt, Schnelligkeit aufzunehmen. Ja, die haben überhaupt keine Vorstellung davon, was es heißt zu sprinten. Sprinten heißt normalerweise für sie so schnell wie möglich von der Stelle kommen, klar. Aber wie lange ich sprinte, in welchem Tempo, was eine Schrittfrequenz bedeutet, was ein Abdruck bedeutet, was ein hohes Tempo bedeutet, was Schnelligkeit überhaupt bedeutet, haben die überhaupt kein Empfinden für. Was meint ihr? Nach wie vielen Metern wir als Fußballer unser Höchsttempo haben? Nach 20 Metern. Nach 25 Metern haben wir unser Höchsttempo. Was glaubt ihr, wie lange ihr dieses Höchsttempo haltet? 2 Meter. Wie viel? 2 Meter. Nein, aber wäre traurig. Ja, ja, 20 Meter passt schon so ungefähr. 20 bis 25 Meter. Wenn ich Schnelligkeitstraining mache, die Antritte, die ihr gerade gemacht habt, ist das Schnelligkeitstraining? Nein, warum nicht? Ja, weil ihr nicht ein einziges Mal maximale Leistung gebracht habt, weil ihr nicht einmal auf 100% gekommen seid. Maximalkrafttraining heißt, ein Versuch, die Masse, die ich nach oben bringen kann, im Bankdrücken zum Beispiel, einmal zu stemmen. Das ist meine Maximalkraft. Schnelligkeit heißt, einmal das höchste Tempo zu erreichen und zu halten. Um Schnelligkeit zu trainieren, muss ich ja irgendwo im Maximalbereich mal mich befinden. Das heißt, diese Laufstrecke muss ich ablegen, ansonsten mache ich kein Schnelligkeitstraining. Selbst Sprinter fangen an, Usain Bolt zum Beispiel, der ist natürlich imstande, seine Höchstgeschwindigkeit schnell zu erreichen, weil er eine unheimlich große Schrittfrequenz hat und eine gute Schrittlänge hat. Und er hält die dann
60, 70 Meter und steigert die sogar noch. Das ist schier unglaublich. Also um unsere Schnelligkeit zu trainieren, müssen wir also was machen? Läufe machen mit vollständiger Erholung, die mindestens 25 Meter plus die Strecke beinhaltet, die wir unsere Höchstgeschwindigkeit halten können, weil wir maximal arbeiten. Klar? Wir machen jetzt einen ganz kurzen Test. Ihr lauft los, Vollsprint und versucht die Gruppe, die erst dann losläuft, wenn ich pfeife, um die einzuholen. Und ich sage, normalerweise müsst ihr an den nächsten Hütchen, müsst ihr sie haben. Das wären die 25 Meter. Ihr guckt nur nach vorne, die Hände nach hier, keine Wahrnehmung. Ihr startet auf mein Zeichen, auf Pfiff, tritt Grau maximal an. Gut. Langsam zurück und einmal gewechselt. Maximale Antritt, ne? Komm. Früher wurde zum Beispiel trainiert, schnelle, kurze Schritte. Das ist totaler Blödsinn. Wenn ich schnelle Schritte mache, schön. Aber wenn die kurz sind, komme ich ja nicht von der Stelle. Ich versuche so schnell wie möglich einen raumgreifenden Schritt zu haben und dann Schnelligkeit entwickeln, indem ich die Frequenz erhöhe. Damit mache ich Meter, damit werde ich schnell. So, Männer, folgendes. Wir machen Eckbälle defensiv. Für mich persönlich der größte Schwachsinn aller Zeiten ist eine Raumdeckung beim Eckball. Der Eckball wird reingetragen, reingeschlagen von einem Spieler, der keinen Gegenspieler hat. Also hat er die Möglichkeit, den Ball frei reinzuspielen. Das kann ich nicht verhindern. Als Defensivspieler muss ich ja nur verhindern. Ich muss das Kopfballduell gar nicht gewinnen. Ich muss nur verhindern, dass der Angreifer den Ball zielgerecht zum Tor bringen kann. Ne? Nichts anderes. Also nutze ich doch meine Überzahl. Ich habe einen Mann mehr, indem ich abzähle. Willi gegen Kurt, Paul gegen den und den und den. Ich zähle ab. Jetzt kommt aber ein Punkt dazu. Wenn ich feststelle, dass der Gegner mit einem Gegenbein spielt, also Gegenbein ist von der linken Seite ein Rechtsfuß, von der rechten Seite ein Linksfuß. Wenn ich sehe, dass ein Gegenbein da steht, habe ich immer beide Pfosten besetzt. Immer. Mindestens 50% fallen deshalb, weil beide Pfosten nicht besetzt sind. Hans betätigt sich heute mal als Spion. Er trainiert mit seiner Sechsten erst nach Peter und schaut zu, welche taktischen Vorgaben die Fünfte von Neururer wohl bekommt. Na, eine Idee, was Peter vorhat? Ich weiß ja, wie er Standards trainieren lässt, offensiv wie defensiv. Wir werden dann ganz anders stehen, sodass die Jungs dann ein bisschen verwirrt sind und nicht wissen, was machen wir denn jetzt? Weil der Peter hat ja gesagt, wir stellen uns defensiv so auf. Auf jeden Fall ist für Peter in der Defensive Manndeckung Pflicht. Und hopp! Guter Ball! Jawohl, raus, raus, raus! Männer, das ist ein Scherz. Ich sag raus, ihr steht da immer noch. Wenn der Ball mit dem Kopfball geklärt wird, rücke ich raus. Torwart, tritt in die Eier! Ja, gerufen, tritt in die Eier, wenn sie nicht hören. Das kann ja nicht sein. Guter Ball. Ja, und raus. Gegen den Ball, gegen den Ball, gegen den Ball. Gegen den Ball, Jungs. Und raus. Raus. Wir müssen schneller rausgehen. Aber immer noch kein Tor. Sieht nicht schlecht aus. Aber, und steht falsch. Stopp. Also so ein Abwehrspieler schon mal, du stehst falsch. Der hat den näheren Weg. Weiter nach innen. So, aha. Genau, den Weg sperre ich mal zu. So stelle ich mich hin. Grundsätzlich so stellen, dass ich den Ball sehe und den Gegner sehe und den näheren Weg zum Tor habe. Den Weg nach vorne, den kriege ich dann nicht. Und Zuordnung, Zuordnung. Aber stopp. Tödlich. Da, nee, Abstand ist scheißegal, aber wenn da mein Gegenspieler ist und ich interessiere mich gar nicht mehr da, ich gucke nur auf den Gegenspieler. Ja, weil es denn damit? Grundsätzlich so stellen, Ball und Gegenspieler muss ich sehen. Jeder Mann ist eine scheiß Ansage. Männer, dann hört auf allen Plätzen dieser Welt. Ist lieb gemeint. Jeder ein Mann. Das ist eine super Ansage, ne? Aha, keine Sau weiß, wer gemeint ist. Immer kurz zu dem, Willi zu dem, der zu dem. Immer konkret ansprechen. Gut. Und hoch. Jawohl, sehr guter Kopfball. Guten Morgen, die Abwehr. Okay.
Hans macht seine Ankündigung wahr und lässt seine Offensivabteilung gezielt gegen Peters Defensivtaktik üben. Insbesondere bei Standards. Wir erinnern uns, vor dem Tor hat seine Truppe eine Totalblockade. Also ab mit 5 Mann in eine Reihe im 5-Meter-Raum. Jeder mit klarer Zuteilung. Und jetzt kommt die Flanke in diesen Bereich rein. Die anderen stellen sich hier rein, hier hin, gehen nicht da rein, erst nachdem die Flanke gekommen ist. Okay? Einer von Schwarz, genau vor dem Torwart so. Guter Ball. Und es geht weiter. Gut. Guter Ball. Warte, warte. Bleibt auf der Position nachher. Nicht wegdrängen lassen vom Torwart. Nicht nach vorne gehen. Wenn du da stehen geblieben wärst, der Ball wäre genau da hingekommen. Nicht wegdrängen lassen. Jungs, die 5 schwarzen Spieler. Nicht nach vorne alle. Ihr seid nachher alle 5 am ersten Pfosten. Bleibt gestaffelt. Der Ball rutscht durch. Wieder stellen. Warte, 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 warte. Der lang ist, der bleibt da lang. Der lang ist, bleibt lang. Nicht nachher, dass du auf der Höhe vom Torwart bist. Und komm. Der lang ist, der bleibt lang, sag ich, ne? Ja. Also Hans, erklär bitte nochmal, was ist jetzt genau der Zweck dieser Einteilung? Alle 5 Spieler in Tornähe zu bringen, beim Torwart. Erstmal den Torwart zu verunsichern, damit er nicht rauskommen kann. Und dann wirklich hoffe ich, dass der Ball vielleicht auch dort irgendwo liegen bleibt, dass einer von uns den reinmacht, aber auch vielleicht einer von den Gegnern den reinmacht. So hast du natürlich sehr viel Unruhe. Und weil ich nicht glaube, dass einer von uns wirklich ein Kopfballungeheuer ist und mit Anlauf den Ball irgendwie reinhaut. Ich hoffe mir einfach, dass die Jungs von Peter, die sowieso bei den Standardsituationen nicht so gut sind, natürlich Panik bekommen und nicht wissen, was sie genau zu tun haben. Und der eine oder andere den anderen vielleicht aus dem Auge auch verliert. Und der Seckenhauser Trainer außer Dienst, Hauke, hat auch noch einen Wunsch. Du musst mir noch einen Gefallen tun. Du musst es so verkaufen, als würde die Aufstellung morgen von dir kommen. Ansonsten habe ich ein Problem. Das sind die richtigen Vögel. Bitte. Ich habe gesagt, du musst Trainer des Jahres werden. Aber zum Trainer des Jahres gehört neben der Verbreitung und neben des Lebens Fußball verbreiten und Idealismus zu leben. Ja. Auch Verantwortung zu haben. Auch mal die Arschlochkarte gezogen. Ja, die ziehe ich sonst auch immer. Ja. Die trage ich sonst auch. Die hast du genug, ein bisschen mehr Ärger. Die mache ich. Also meine Aufstellung. Super. Alles klar, Junge. Danke dir. Danke. Spieltag. Kaiserwetter in Deutschlands Fußball-Wallfahrtsort Nummer 1. Fahrenhorst. Wundertrainer Hauke hat heute mal Außendienst und bereitet alles für das Spiel der Spiele vor. Seckenhausen 5 gegen Seckenhausen 6. Bei dieser Partie werden selbst gestandene Profis zu Nerven bündeln. Ich hab gar nicht geschlafen. Ich habe die ganze Zeit überlegt, wie will ich diesen Adelfunken reinlegen? Ganz genau. Ja, und ist dir mal eingefallen? Ja, mir ist das eingefallen. Scheiße, da bin ich mal gespannt. Ja, hier prallen Welten aufeinander. 5. gegen 6. Einmal das. Ja, und die Trainergeneration. Ne? Generation Battle. Jungs, fit? Jo, jawohl. Wer gewinnt? Wir! Richtig. Jungs, ich sag euch eins. Wir gegen der Jungtruppe haben eine Chance, in deren wir die aufnehmen, dahingehend, dass wir attackieren. Ich attackiere frühzeitig. Lass gar keine Spielentwicklung aufkommen. Wir wollen offensiv spielen. Wir müssen vorne drauf. Wir müssen die attackieren. Vorne den Ball gewinnen, in deren gegnerischen Hälfte den Ball gewinnen. Bin nah am gegnerischen Tor und haben sofort die Möglichkeit abzuschließen. Jeder Angriff endet mit einem Abschluss. Wir verlieren das Spiel nur, wenn wir denen die Tore schenken. Fragen zum Spiel, zum Ergebnis. Sieg! Okay, komm. Faires Spiel von beiden Seiten. Kein Getrete, kein Gekloppe. Wir müssen wirklich ruhig spielen, unsere Erfahrungen ausspielen. Wir dürfen uns da nicht von einer anderen Mannschaft aus der Ruhe bringen lassen, sondern unser Spiel und das Spiel, ich glaube, dann haben wir sehr gute Chancen heute. Bisschen aufgeregt vielleicht. Man will zeigen, was man kann und man will beweisen, dass man die 5. Herren mal ein bisschen ärgern kann oder vielleicht mehr ein bisschen ärgern, einfach total vernichten. Vor so vielen Zuschauern sowas Besonderes zu haben, auch mit Kamera, das ist schon was ganz Besonderes. Vielleicht sogar das Spiel des Lebens. Battle of Generation. Peter Neururer gegen Hans Apay. TSG Seckenhausen, Fahrenhorst 5 gegen die TSG Seckenhausen
Fahrenhorst 6. Und das Spiel des Jahrzehnts beginnt genau so, wie es sich beide Trainer gewünscht haben. Direktes Pressing auf beiden Seiten, direktes Attackieren, kein Taktieren, nichts. Ein Spiel auf allerhöchstem technischen Niveau. Fantastisch. Das ist nur ein Grauen. Ja. Und wieder rollt die Angriffsmaschinerie der Young Boys Seckenhausen. Präzise Flanke in den Fuß, Abschluss. Normalerweise musst du vorne eine Trainingseinheit machen. Keine Halbzeit, sondern wir waren auf dem Platz und machen eine Trainingseinheit. Ich habe Fußball schon viel gesehen, aber so habe ich noch nie gesehen. Okay, da können Sie kaputt gehen. Herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, das taktische Grundkonzept, das wackelt jetzt schon. Lass ihn doch laufen! Wir halten ja nicht mal die Grundordnung ein. Man muss sich vorstellen, wir haben vorgehabt, den Gegner vorne unter Druck zu setzen. Der Gegner macht keinen Druck und dem kommen wir hinten gar nicht raus. Also all das, was man sich taktisch überlegt hat, ist komplett in die Hose gegangen. Die Jungs haben komplett vergessen, was ich denen gesagt habe. Als wäre das so, als sind auf den Platz gegangen und alles ist weg. Aber ganz normal, Amateurfußball. Peter, was macht ihr im Moment falsch? Alles. Wir machen alles falsch. Und taktisch wäre nicht mehr im geringsten das, was wir besprochen haben. Ohne dass der Gegner Druck macht, stellen wir uns freiwillig hinten rein. Aber nicht, weil wir das freiwillig machen, sondern weil wir leider läuferisch nicht von hinten rauskommen. Haben Ballverluste, die abenteuerlich sind. Und sind die einzige Mannschaft der westlichen Hemisphäre, die im Augenblick noch mit klassischem Libero spielen. Als Viererkette aufgestellt und als Libero entwickelt. Was glaubst du, wie die Analyse von Hans in Bezug auf seine Mannschaft ist? Genauso wie meine. Ein Blindenhaufen, gegen den man einfach gewinnen muss. Aber wir kommen noch. Ja, vielleicht jetzt. Eine Ecke. Genau das haben sie ja im Training geübt. Nur leider genau andersrum. Wieder nix. Wieder nix. Leg dich am Arsch, das glaube ich nicht. Die erste Chance von uns, eigentlich eine hundertprozentige, resultierend aus einem Eckball von der rechten Seite, mit dem Gegenbein auf den ersten Pfosten gespielt, alles wie im Training erarbeitet, aber leider die hundertprozentige Chance nicht reingemacht, weil in der Inkonsequenz leider wieder die Abschlusstechnik fehlt. Gut, dass ich da ein bisschen gefeuert bin. Aber hier rüber nerven lassen. Gibt's ja gar nicht mehr. Nee, das gibt's alles nicht. Dieses Spiel ist wirklich nichts für schwache Nerven. Angriff auf Angriff rollt auf die Tore beider Mannschaften. Eine wahrlich epische Schlacht am Fahrenhorster Weiher. Ach so. Eike, ein bisschen aufrücken, da vorne helfen. Ein bisschen kannst du mal streichen. Ein bisschen ausrücken ist keine Ahnung. Bevor du Scheiße reinrufst, sag lieber nichts. Ein bisschen aufrücken, ja, was soll ich damit anfangen? Das ist gleich, ihr müsst decken, ja, klasse. Wer muss wen decken? Das sag ich eigentlich. Ja, aber ein bisschen Aufruhr ist Schwachsinn. Schiri! Der war doch drin! Schiri! Ja, hier, meine Uhr hat vibriert. Das war ein Tor. Ich habe das Ding eingestellt. Ab der dritten Minute, als ich gesehen habe, dass unsere Taktik nicht aufgeht. Reiner fußballerischer Fatalismus, den wir hier sehen. Und ich gehe davon aus, dass unsere Erfahrungen nicht durchsetzen. Alt gegen Jung, das ewige Duell David gegen Goliath. Bisher ohne Gewinner. Bomber setzt sich außen prima durch. Flanke und ja! Der Bann ist gebrochen! Ja, steht daneben. Guck, wie der Ball eingeht. Das wäre erst der Erste. Über die rechte Außenposition gekommen, in den 16-Meter-Raum. Ja, der Abwehrspieler stand natürlich komplett falsch. Der Ball wurde nach innen gelegt und unser Sechster war es, glaube ich. Einfach hatte von 5, 6 Metern entfernt und muss dann perfekt nur noch reinschieben. Sapais Youngster geben sich nicht geschlagen. Doch was schon im Training ein Riesenproblem war, wird hier und heute zu einem unüberwindbaren Hindernis. Wo steht das Tor? Oh. Mach rein! Nein! Unser größtes Problem ist heute, dass wir die Chancen einfach nicht reinmachen. Wir haben Chancen um Chancen und sogar klare Chancen. 1 gegen 1 auf dem Torwart und machen die Bälle einfach nicht rein. Danny Brunkhorst hat endlich mal auf mich gehört. Er hat den Ball abgelegt. Ich habe den perfekt eigentlich getroffen. Beim Schuss habe ich gemerkt, der kann nur reingehen, weil ich den so gut getroffen habe. Und ja, war überragend. Ich habe mich sehr gefreut über das Tor. Situation ausgelöst auf 20 Meter Abschluss unhaltbar. Leicht über den Spann rutschen lassen. Technisch perfekt. Gutes Auge gesehen, dass der Torwart den Schwerpunkt auf der anderen Seite hatte. Also das war schon Bundesliga-reif, was der Philipp da gemacht hat. Aber das wussten wir, das hat er drin. Auch die härtesten, selbstverschuldeten Nackenschläge stecken Sapais Junggesellen weg. Eine fantastische Moral.
Aber das Problem bleibt. Wir haben uns sehr gute Torchancen erarbeitet. So 8-9, wo eine gute Mannschaft 9 Tore macht. Zweite Halbzeit, jetzt aber mal Flanke, Schuss. Nee. Scheiße. Freunde, ich weiß so langsam schon überhaupt nicht mehr, wie und beziehungsweise warum ich hier was kommentieren soll. Schon wieder ein Angriff und ich nehme es vorweg, natürlich trifft die blinde Sau da vorne die Kugel nicht. Guckt euch das doch bitte mal an. Ich hau dir den Ball vor den Wind an. Also, ich geb's auf. Kann mir das nicht mehr angucken. Ich sag gar nichts mehr jetzt. Sorry, ich kann nicht mehr. Ey, unsere Vivi-Chancen brauchen die denn? Die sind immer allein vom Torwart. Boah, ja, wie ein Trickfilm. Wir sind Katastrophe. Ja. 3:0, sensationelle Einzelleistung von unserem Bomber. Dribbling, sich durchgesetzt. Und der Abschluss war natürlich brillant. Brillant. Ja, ja, brillant. Hast ja recht. Okay, ein letzter Versuch. Jetzt ist es ja eh schon egal. Wieder kommt der Ball in die Mitte und schieß. Bitte schieß jetzt. Schieß los. Schieß doch mal. Jetzt. Ja. Tor. Und den Ball. Wir haben über links in die Mitte gezogen. Er hätte schon schießen können, er hat nicht geschossen, hat den nächsten nochmal abgelegt. Der hätte schießen können, auch wieder nicht geschossen, nochmal rüber zum rechten. Und der hat dann geschossen und dann ist der Ball lang ins Toreck. Von allen Chancen war, glaube ich, das Tor, das 3:1, die schwierigste Möglichkeit, ein Tor zu machen. Aber man braucht immer die schwierigen Sachen. Und es ist immer noch nicht zu Ende. Freistoß für 6:06. Ein Schuss, ein Strich. Oh, das war Wembley, Wembley lässt grüßen. Ach du meine Güte. Hier war klar zu sehen, jetzt reden wir nicht von der Qualität, aber von der Verhaltensweise. Eine Jugendmannschaft gegen eine abgezockte Altherrenmannschaft. Beispiel, Torschuss, toller Torschuss, Latte, Unterkante, jede abgewichste normale Profimannschaft. Richtig auf, macht Theater, jubelt, Tor drin, bedrängt den Schiedsrichter. Kein Ton kam von der Jugendmannschaft, kein Ton. Man hat es so einfach mal so hingenommen. Nachspielzeit beträgt 3 Minuten. Wie lange? Also, hast du eine Meinung, das kann, ist 6-Tage-Rennen oder was? Rote Karte für Peter. 3 Minuten, das gibt's ja nicht. Das war teuer, war Hans. 3 Minuten, der ist hier erkauft. Also ist die Regel doch richtig. Alt gewinnt immer gegen Jung. Ja, 4:1 gewinnt Alt gegen Jung in einem wahrlich denkwürdigen Spiel, das auch ich niemals vergessen werde. Glückwunsch zum Sieg. Wir nehmen ihn an, danke. Es hat wirklich Spaß gemacht. War ein tolles Erlebnis für den ganzen Verein, für diese beiden Mannschaften. Ich glaube, so gut hat sich das keiner vorgestellt, sage ich mal. Es war schon sehr überragend. Für alle im Verein. Ich glaube, die Jungen waren heute vor allem auch nervös wegen der Kulisse, wegen des besonderen Spiels. Denen hast du die Nervosität definitiv angemerkt. Die 5. Herren, vielleicht waren sie auch nervös, aber die haben das nicht gezeigt. Das war, glaube ich, ausschlaggebend. Und die 5. Herren war einfach in allen Situationen abgekehrter. Und die 6. Herren wird eine Nacht überschlafen müssen. Aber in Nachbetrachtung für beide Mannschaften ein Highlight, was sie, ich denke, ihr Leben lang nicht mehr vergessen werden. Ich habe dir vorab gesagt, David gegen Goliath. Und Goliath hat gewonnen. Also was soll ich dazu mehr sagen? Aber du weißt schon, wie es in der Bibel war, ne? Ja, schon, aber wir haben das neu geschrieben. Jungs, ich glaube, es war ein sehr schönes Wochenende. Es war viel Druck dahinter, hat man gemerkt heute. Ich glaube, ich kann von uns beiden reden, wir hatten mega Spaß. Ich bin stolz, hier dabei sein gewesen zu dürfen. Ich habe Leute, Menschen kennengelernt, einfach überragend. Die Zusammenkunft, den Zusammenhalt, überragend. Auch ich sag dir eins, für mich bist du jetzt schon, und ich werde es auch ansprechen, bei dem entsprechenden Gremium Trainer des Jahres. Was du hier für Fußball machst und leistest, ist einzigartig. Ich habe sowas im Fußball noch nicht erlebt. Ein Applaus und meinen besten Dank. Versucht uns zu vergessen. Ciao. Tschüss, Jungs.